Zuschauen darf hier nur Yasuo. Anpacken heißt es für Meisterin Tanja Gerstenmeier und ihre Malerin. Mich haben handwerkliche Berufe schon immer interessiert, wobei manche doch sehr schwer sind für Frauen. Deshalb habe ich mich für den Malerberuf entschieden, da das für Frauen sehr gut machbar ist. Die zwei Frauen haben keine Probleme, sich in der Männerdomäne zu behaupten, auch wenn sie es nicht immer leicht haben. Vorurteile von Kollegen gibt's, aber die meisten akzeptieren das und ich komme eigentlich auch gut klar mit alle. Außerdem ist der Beruf alles andere als langweilig. Neben Aufgaben wie Streichen, Lackieren oder Tapezieren gehören auch gestalterische Tätigkeiten und Spachtelarbeiten dazu. Ich bin eigentlich schon immer handwerklich ganz begeistert und finde es einfach toll, im Ausgleich zur Schule oder zum Studium, jetzt was ich angefangen habe, einfach mal einen Ausgleich zu dem langen Sitzen zu haben und dann auch mal was mit den Händen richtig schaffen zu können. Doch der Malermeisterin macht nicht nur der handwerkliche Teil der Arbeit Spaß. Also das Beste, was mir gefällt an meinem Beruf, ist, dass man viel Abwechslung hat, man ist viel bei Kundschaft und man ist kundennah. Und eines ist klar, nach einem langen Tag ist jeder Hunde müde.